Freunde, ich habe das Trikot noch an. Das spielt jetzt mittlerweile seit einer guten Stunde zu Ende. Und Leute, ganz ehrlich, was war das für eine EM-Auftakt? Also ich habe ja viel erwartet, aber das nicht. Also ich habe zwar auch auf Sieg Deutschland getippt, aber dass es dann am Ende so wird und es uns so eine große Freude erweist. Ah, herrlich. Also allein diese Spielfreude. Ich glaube, ich habe jetzt seit langem sowas nicht mehr gesehen bei der deutschen Nationalmannschaft. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich heute Morgen auch schon mit einigen unterhalten. Ich würde fast sagen, seit der Euro 2016 war nicht mehr so eine Euphorie da. Also aber auch keine, weißt du, bei den anderen Turnieren war es eher so eine künstliche Euphorie, so, ja, okay, wird schon werden, guck mal mal. Und dann wurdest du halt enttäuscht und bist, ja, auf den Mund gefallen. Aber jetzt wirklich, okay, es waren jetzt halt nur 4 Spiele, ne? Aber irgendwie diese Euphorie, so EM im eigenen Land, der Kader passt endlich auch symbiotisch und es ist einfach, man kann nicht viel sagen, die Euphorie war einfach irgendwie da und Deutschland hat es jetzt auch zurückgezahlt, weil wenn eine Sache halt nicht passieren darf, ist, dass du im eigenen Land dich blamierst. Also, dass halt die letzten 3 Turniere wiederholt werden. So. Und ja, okay, es war jetzt in Anführungsstrichen nur Schottland, wobei auch die relativ unangenehm sind. Ich meine, die haben in der Quali haben die ja Spanien geschlagen und waren auch in den letzten Turnieren gar nicht so schlecht, aber sie sind dann halt trotzdem jedes Mal in der Gruppe rausgeflogen und es wird auch jetzt nicht wieder einfacher nach dem Ergebnis heute. Aber am Ende ist es halt doch auch nur ein Gradmesser und da warten jetzt immer noch Ungarn und die Schweiz. Ne, und das wird jetzt nach wie vor kein Zuckerschlecken. Also so einfach muss man sein. Und man muss halt leider auch dazu sagen, also entweder war Schottland bodenlos oder Deutschland hat halt wirklich genau das spielen können, was die Schotten nicht mögen und haben damit den Zahn ziehen können. Weil ich meine, wenn du nach 20 Minuten 2-0 führst und du nach 2 Minuten schon erkennst, alles klar, okay, hier ist voll Betrieb, weil nach 2 Minuten die ganze Zeit nur nach vorne stürmen, dann machst du vieles richtig. Am Ende wurde uns irgendwie im ZDF, da habe ich das angeguckt, erzählt, 20:1 Torschüsse. Und der eine Torschuss von Schottland, das war der, der dann am Ende dann auch drin war. Weil das war das eine Tor. Deswegen am Ende des Tages oder am Ende des Abends, muss man ja sagen, eigentlich sogar ein rundum gelungener Fußballabend, der diese EM mit einem Knalleffekt eröffnet und der Spaß und Lust auf mehr macht. Und nachdem ich ja die Chancenverwertung gegen die Ukraine unter anderem auch bemängelt habe, nicht in den Videos, aber ne, in Gesprächen und so, wo ich mir sagte, ja, okay, wenn man so spielt wie gegen die Ukraine, dann spielst du zwar guten Fußball, aber du kriegst den Ball nicht rein. Und jetzt hast du quasi gefühlt mit den ersten 3 Torschüssen 3 Tore erzielt. Und das ist ja am Ende dann auch noch diese Effizienz und die Qualität, die du dazu hast. Und das sind nicht irgendwelche Tore, sondern das sind wirklich schön rausgespielte Tore. Und dazu waren es 5 verschiedene Torschützen und es waren alles Offensivleute, also du kannst dich jetzt nicht beschweren, dass irgendjemand da zurückgesteckt hat. Füllkrug getroffen, Emre Can getroffen. Jetzt wissen wir auch, warum Emre Can dabei ist, ne? Musiala, Wirtz und Kai Havertz, auch wenn es nur der Elfmeter war, aber 5 verschiedene Torschützen, Offensive funktioniert. Die Defensive hat das gemacht, was sie machen muss, um den Schotten den Zahn zu ziehen. Ich war da echt positiv überrascht.
Ich hatte auch ein bisschen Angst vor den Schotten, weil unangenehm, unbequem, aber so in ein Turnier reinzukommen, also das war beeindruckend, das war gut, aber dennoch kann man ja am Ende nur sagen oder muss man sagen, wir sollten jetzt alle mal ruhig bleiben. Das war jetzt so der erste Schritt. Am Mittwoch geht es dann, wie gesagt, weiter gegen die Ungarn. Wird dann noch mal wieder eine ganz andere Hausnummer. Ich kann mich da auch unter anderem an die letzte Euro erinnern, wo wir mit Ach und Krach noch irgendwie 2-2 gespielt haben gegen die Ungarn, was das Achtelfinalticket dann noch gelöst hat. Und also das wird noch mal ein ganz heißer Ritt und noch mal eine ganz andere Hausnummer. Ansonsten sollte man das jetzt einfach erstmal so stehen lassen. Und einfach das genießen. Und hey Leute, die Euro ist zurück. Wir haben jetzt 4 Wochen Fußball nonstop pur und allein in den nächsten, ich glaube, 1,5 Wochen allein sowieso jeden Tag Fußball. Das ist doch schon mal was, oder? Ja, würde ich sagen, ne? Dementsprechend, Freunde, genießt den Abend, genießt das Wochenende und dann hören und sehen wir uns. Die Tage wieder. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, weil ich morgen auch unterwegs bin, ob ich die Live-Reaction zu Kroatien gegen Spanien schaffe. Würde ich aber gerne, tatsächlich. Ansonsten suche ich mir mal irgendein anderes schönes Spiel raus, was wir vielleicht zusammen gucken können. Und ansonsten, ne, also spätestens Mittwoch bin ich ja eh wieder da. Nach dem Spiel gegen die Ungarn. Wir ziehen hier durch. Die EM wird bombenmäßig, ich bin hyped. Ich freue mich einfach generell, dass die Europameisterschaft jetzt läuft. In unserem schönen Land, in unserem schönen Fußballland. Lasst knacken, habt euch lieb, Ahoi und Tschüsselü.